Willkommen zu einer weiteren Folge Timber and Stone. Ja, wir sind wieder zurück bei Folge 24, glaube ich. Und wir haben ganz viel Shit gemacht. Unser Matthew, heißt er, glaube ich, Bilder, macht jetzt langsam auch die Hall fertig, die ich schon vor ewig und drei Tagen angefangen habe. Und ich habe wahrscheinlich immer noch keine Steine, korrekt? Ist vollkommen richtig. Ich habe momentan 13 Leute, das habe ich eben nochmal kurz nachgeguckt. Ich habe davon drei bei den Farmern, einer ist Fischer. Einer macht Herder. Herder-Farmer. Das müsste... Ach, keine Ahnung, der hat da so einen komischen Namen. Jens... War das Jens Rodemüller? Ich glaube. Rodemüller? Möller? Ja. Der macht auf jeden Fall nebenbei noch... Der kann alles machen. Der könnte eigentlich auch bald Fischer machen. Weil der ist auch Level 3 bei Fischer und Level 3... Der kann voll viel kein Engineer machen. Das ist gut. Engineer brauchen wir nämlich. Das dauert nämlich seine Zeit, bis man da so hoch ist, dass man vernünftige Tore bauen kann. Ja, die Engineer-Dinger, die kommen, sollen übrigens offiziell erstmal hier reinkommen. Das ist das Problem, denn hinterher kann ich da nicht mehr reingucken. Ja, was dazu führt, dass ich mir da mal was überlegen muss, wie ich das dann genau anstelle. Ja, unsere Tierchen sind noch alle dabei. Jens. Mach mal eben Herder. Sorge mal bitte dafür, dass unsere Tierchen versorgt werden und dass die, so weit versorgt sind. Ich könnte auch nochmal gucken, ob ich neue Tierchen finde. Apropos, irgendwer meinte mal, dass ich U drücken soll. Fällt mir gerade mal so ein. Ich weiß nicht, was, was bei U passiert. Scheiße, ich kann es auch nicht nachgucken, weil dann alles abschmiert. Ja, gucke ich irgendwann mal nach. auf jeden Fall hat das irgendwer geschrieben. Und ich habe 56 Abonnenten, 57 Abonnenten, kaum Kommentare. Und ich weiß trotzdem nicht, wie der heißt. Schlimm sowas. Aber mir ist es auch gerade so durch den Kopf geflogen, dass das irgendwer nur geschrieben hat. Ich nenne ihn jetzt Irgendwer. Hallo Irgendwer, du bist gemeint. Nee, Spaß beiseite. Ich suche gerade Hühnchen, weil Hühnchen sind, finde ich, am wichtigsten. Und ich habe ja leider nicht so viele. Ich habe alles andere, nur keine Hühnchen. Ich habe wirklich viele Hühnchen. Nicht viele Hühnchen. Ich habe alles andere tausendfach geführt. Wie viele Schweine und, Schafe ich jetzt schon gesehen habe. Das ist unglaublich. Ich könnte eigentlich auch mal in der Text-Datei nachgucken, wie viele Hühnchen ich hier auf der Karte habe. Ob ich denn alle gefunden habe, das sieht man dann nämlich, wenn man gucken geht. Ich sehe nämlich so auch keine mehr. Auf Anhieb. Das finde ich nämlich schade. Da ist noch eins. Huhn. Hast du noch einen Freund mitgebracht, zufällig? Ich freue mich über jedes Huhn, das auf meiner Karte existiert. Kriege ich nämlich mehr Federn, muss ich die nicht mehr einkaufen. Ein Merchant has arrived, aber ich befürchte, dass ich dem nicht so viel abkaufen kann. Oh, Wolf. Das ist gut, dann kriege ich bald wieder Fett und so stark sind die nicht. Da kommt auch mein Herder mit klar und zwar ohne Probleme. Das Schlimme ist nur, wenn der jetzt das Huhn frisst, dann schlage ich den aber. Dann mache ich ihn ein Messer. So, nee. Händler kommt jetzt wahrscheinlich rum. Ja, das war klar, dass der jetzt den Wolf findet. Oh, das sind drei. Wo ist Jens? Genau. Da. Wo sind die Wölfe? Da. Gut, dann lassen wir es erstmal laufen. Also, das sollte nicht das große Problem an sich sein. Hoffe ich. Ja, ja, ich weiß, dass dann noch... Das sind vier. Verfolgen die den jetzt? Oder laufen die nur vorbei? Aber wenn die nur vorbeilaufen, ist das kein Ding. Wenn er da nachher wieder durch muss, könnte das problematisch werden. Die verfolgen den. Okay. Dann muss ich jetzt eben gucken. Weil die sind auf jeden Fall auch schneller. Warte mal, du sollst dich... Du hast ein Schwert, ja? Gut. Die sind two-hit. Das sollte der schaffen. Auch gegen alle vier. Notfalls. Ich weiß nur nicht, ob die grauen Wölfe irgendwie stärker sind als die Schwatten. Das weiß ich nicht. Das ist aber auch bisher noch nicht so schlimm. Hier, das Hühnchen war das, ne? Ja. Ich weiß nur nicht, ob er kämpfen kann, wenn er wiederkommt. Da muss ich jetzt gucken. Ich finde die Musik total episch. Die haben das jetzt zumindest schon mal ansatzweise angepasst. Roslyn. Ach, du bist... Machst du überhaupt was?
Ja, tust du. Sehr schön. Der macht Bricks, du machst Ingots. Okay, jetzt muss ich nochmal gucken bei Jens. Also der überlebt das. Ich weiß nur nicht, ob er halt... Warte, das muss ich... Sollte ich vielleicht erst machen. Sollte erst den Wolf töten, der hier rennt. Und dann mich um den Rest kümmern. Wo ist mein Forager eigentlich? Der könnte da auch mal eben hinrennen. Ach, der kommt gerade erst wieder. Gut. Beziehungsweise nicht gut. Ach, ist auch eigentlich egal. Jens schafft das. Die sind ja tooled mit dem Schwert. Das ist ja gar kein Ding. Haben wir ja jetzt gesehen. Da war ich mir nur erst nicht so sicher. Jens, da hast du noch eine Spinne gefunden. Ja, die ist aber nicht so wichtig. Du musst dich eher um den Wolf kümmern. Ja, der ist auch Two-Hit fertig ist, dann darfst du jetzt. Und da du ja sowieso eigentlich nur zum Herden wirklich rausgehst, auf. Da habe ich noch einen Goblin Archer. Ich habe gerade gedacht, der wird noch leben. Das wäre natürlich nicht so schön gewesen. Nee, aber da der normalerweise ja sowieso nur innerhalb des Dorfes ist. Was bist du? Ist auch ein toter Goblin Archer. Okay, die Wölfe haben wohl ein bisschen Arbeit für mir abgenommen. Danke euch. Nee, aber, was ich jetzt sagen wollte, da er ja sowieso durchgehend im Dorf ist normalerweise, beziehungsweise in der Stadt, beziehungsweise in meinen vier Wänden, nur drei Wänden, sollte das ja auch kein Problem sein, von wegen, dass der sich schnell regeneriert. So, ich muss mir jetzt aber angucken, eigentlich, welche Mauern ich jetzt hier drum setze. Weil Bricks habe ich ja nicht mehr viel. Beziehungsweise Stein. Ich hätte da ja ganz gerne, ehrlich gesagt, Timbered Pflaster oder so ein Quatsch drum gekloppt. Aber das kann ich ja. Wir haben auch echt nicht viel Auswahl. Amber Bricks sind immer schön, aber die habe ich, glaube ich, da schon, ne? Ne, da habe ich Pale Brick genommen, ne? Ja. Pflaster Brick? Ja, Pflaster Brick sieht kacke aus. Ich glaube, ich nehme Amber. Vielleicht auch Full Timber. Glaube, ich nehme Full Timber. Ich weiß noch nicht so genau. Es ist nicht so einfach. Timbered Brick, es sieht auch, kannst du auch nehmen. Ich glaube, diesmal nehme ich Timbered Brick. Denn ich muss hier irgendwas an Mauern drum klatschen. So langsam. Ne? So. Und hier kommt halt dann die Tür rein. Das wissen wir auch schon. So, ist Spider von Jens Rodemöller. Aber Jens Rodemöller ist ja schon angehittet. Aber der sollte das trotzdem überleben. So, schön. Das ist eigentlich kein Ding. Ach, tötet der. Hat er das Vieh jetzt erst getötet und dann ist aber. Holt er sich da tun wieder. Okay, das ist interessant. Das wusste ich nicht. Ich habe gedacht, der würde damit einfach weiterlaufen und sich abmetzeln lassen. Und ich mag das nicht, dass man andauernd in den Boden reingeht. So. Zwar habe ich da unglaublich viele Frames, aber das ist ja eigentlich nicht der Sinn dahinter, ne? So, ich mache jetzt einfach hier. Komplett rum, setzt da jetzt keinen vernünftigen Ding rein, noch eine Spinne. Wo ist Brunhilda? Ne, Brunhilda. Brunhilda. Du musst hier doch irgendwo sein. Brunhilda, trade mal eben. Weil der Trader ist gerade da. Keine Ahnung. Wie viel der jetzt noch? Ja, Animal Hide. Habe ich ja noch kein Geld für. Ich habe nämlich genau null. Der soll mir hier. Da, Bandagen abkaufen. Federn. Federn? Federn habe ich doch schon. Ja, einmal Autosave. Kaufe mir die Bandagen ab, bitte. Da wäre ich bedankt drum. Dann hätte ich nämlich wieder Geld. So, und da kommt mein Forager. Der hat sich wahrscheinlich das Fett geholt. Ne, der hat Coins. Ah, klar, Coins von den toten Goblins. Natürlich. So, Blacksmithen. Denn die Goblins bringen immer Gold. Das weiß doch jedes Kind oder so. Okay. Ich sollte vielleicht jetzt mir auch schon mal überlegen, dass ich hier weitere Lampen aufstelle. In welchem Abstand, das weiß ich natürlich noch nicht. Kennt ihr mich ja? Ach so, scheiße, ich habe die Lampe auf falsch gesetzt. Diese. Ich wollte gerade schon sagen, wieso. Ich kann die Lampen auch noch gar nicht setzen, weil ich keinen durchgehenden Weg auf irgendeiner Reihe habe. Aber okay. Jens Rotemöller, bist du jetzt wieder da mit deinem tollen Ja, bist du? Was holst du dir gerade? Haben wir schon Federn? Oder holst du dir nur Go Food mal wieder? The Wolf has been spotted by Edward. Wo ist Edward?
Edward? Ah, das ist ein neuer. Okay. Das wäre die Nummer 14. Na, gegen ein... Pff, der hat ein Schwert. Das macht er ohne Probleme. Der hat ein Schwert. Der kommt auf jeden Fall durch. Jetzt hätten wir Nummer 14. Das wird... ein Mensch. Ich werde den übrigens zum Carpenter mal zwischenzeitlich machen. Weil, es ist immer gut, wenn die so ein bisschen aufgestockt sind. Ja, ich kann mir überlegen, was der für ein Typ wird. Entweder Builder oder Miner wollte ich ja noch haben. Das habe ich mir nämlich jetzt aufgeschrieben sogar mal. So, Gustav schläft. Das ist auch okay. Ja, und ich muss dann halt jetzt warten. Ja, Wolf bei Edward. Voll viele, aber das ist kein Ding. Der hat ein Schwert. Die metzelt er eigentlich Two-Hit sogar. Ja. Gut, die haben jetzt, der hat jetzt 5 Schläge abbekommen. Kollege eben hat 6 ab... Ne, 5 Ausdauer abgekommen. Also Half-Life ist der jetzt noch. Ja, der ist ja schon auf dem Weg zur Brücke. Also so weit ist es nicht mehr. Und da kommt, wenn er durch die Türen ist, kommt er auch an. Ja, dicke, 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 dicke. Dann haben wir unseren Mensch Nummer 14. Das ist doch schon mal gut. Das freut mich. Der wird ein Miner. Ich könnte auch wohl 2 Miner gebrauchen, aber... Weil mein Builder hat ja sowieso nicht so viel zu arbeiten, weil ich mir die Ressourcen dafür fehlen. Ja, dann sag mal an, Kollege, was hast du denn Schönes? Miner kannst du leider nicht. Infanterie, Level 3. Ja, was hast du? Inventartechnisch? Du hast ein Short Sword, okay. Dann rüsten wir dich mal eben aus. Sword, Light Helm, Light Chest, Light Boots und du wirst... Miner! So, dann haben wir nämlich schon mal einen Miner. Dann kann ich das schon mal erstmal streichen, ich glaube, aber ich brauche noch einen zweiten. Einmal habe ich den. Also, was haben wir denn jetzt überhaupt? Das sollte ich mal durchgehen. Ich sollte mir dazu mal eine Liste machen. Wir haben... Farmer. Builder. Forager. Miner. Fischer. Was haben wir denn noch so für Menschen? Brunhilda-Menschen, genau. Ein Carpenter. Blacksmith. Einen Tailor. Einen Stonemason. Im Stand und ein Farmer Hörder. Und Hörder. Ne, nicht den. Der ist einmal Hörder. So, wir haben standardmäßig, keine Ahnung, 3 Farmer, einen Builder momentan. Ich hätte vielleicht Strichlisten machen sollen. 1, 2, 3 Farmer, einen Builder. Ich mache mir gerade auf meinem Blog hier eine Tabelle. Nur für den Fall, dass ihr mich fragt, warum ich gerade nichts tue. Ah! Scheiße, ich habe Taylor durchgestrichen. So, wir haben einen Builder, einen Forager, 3 Miner, glaube ich. 1, 2, 3, ja, 3 Miner. Ein Fischer, ein Carpenter Blacksmith, ein Taylor, ein Stonemason, ein Herder. Das sind 3, 4, 8 und 5 sind 13. Ich habe sogar alle. Top. Sehr, sehr gut. Muss ich mal gucken, was wir als nächstes machen. Also wir haben ja einen Haufen Ressourcen hier rumliegen, wie man sieht. Und die müssen hier auch noch einiges an Bereich wegkloppen und das wird auch Zeit. Ich sollte denen vielleicht hier draußen ein Lager hinsetzen, dass sie sich da irgendwo ablagern können. Das mache ich mal eben. Ich sag mal hier den Bereich mal eben weg. Dann können sie da mache ich dann Gras hin und dann wird da mal eben Lager hingekloppt. Fertig ist. Wobei die Tür nach da draußen soll ja auch hier durchkommen. Das habe ich mir ja schon überlegt. Hier so. Ne? Deswegen ich den Bereich bis da auch gut als Straße nehmen. Als Begrenzung nehmen könnte, wo dann das Lager weitergeht. Wisst ihr? Oder bis wohin das Lager gehen soll. Oder. Ne? Also das muss ich mir dann jetzt überlegen. Ah! Mikrofon nicht dran gehen. Böse. Wir haben unseren Taylor Roslin und unseren Clifton macht dann jetzt den Stonemason. Und der, ja, der schult sich gerade ein bisschen als Carpenter, damit ich da auch
für den Fall, dass Brunilda dann doch irgendwann mal sterben soll. Das wäre schon scheiße, weil sie Level 8 Blacksmith ist. Und das Blacksmith hinkriegen so hoch ist nicht einfach. Aber dann kann ich sie zumindest als Carpenter ansatzweise ersetzen. Ne? So. Ja, hier sieht man dann auch jetzt deutlich mehr durch die Lampen. Hier sollen ja auch mal irgendwann Lampen hinkommen, aber da werde ich auch Bricks für brauchen. Und das ist dann so eine Sache. Ja, ich werde hier drin Treppen, habe ich vorher bauen, in der Mauer, dass die quasi von den Baracken... wobei, gibt es Leitern? Gibt es Leitern? Das würde mich ja jetzt interessieren. Leitern? Well, Tree, Hecke, Banner, Bench... Ich will aber Leitern, Freunde. Ich glaube nicht. Schade. Dann werde ich da drin Treppen bauen, dass die quasi von den Baracken hochgehen können. Ja, muss ich mir mal einen Eingang suchen dafür. Und ich werde dann auch mal hier dann sozusagen anfangen, die Außenmauer zu bauen. Denn dann kann man da drin einerseits schon mal anfangen. Außerdem könnte ich dann auch... Wenn ich nicht zu blöd wäre für den ganzen Quatsch. Wirklich die Lampen hier an die Wand zu setzen, ne? Damit man da auch schon mal was sieht. Dafür brauche ich aber weiterhin mehr Stone Bricks und dafür brauche ich ja sowieso Stone. Ja, hier werde ich nicht noch eine Treppe hinsetzen erstmal. Das reicht, wenn ich da vorne eine habe. So, Kollege Hörder ist Level 6 Hörder. Das ist gut. Wo ist der überhaupt? Der steht doch nur rum wahrscheinlich, oder? Kriegt er dafür eigentlich Erfahrung? Ein bisschen. Okay, aber du kannst jetzt wieder farmen gehen. Weil du hast ja die Tiere jetzt ausgenockt. Haben wir ja schon Federn bekommen? Nee, aber die werden gerade verarbeitet zu Pfeilen. Das ist gut. Pfeile kann man immer gut gebrauchen. So, meiner sind hier am Arbeiten weiterhin. Ja, dann werde ich da gleich mal meinen Kollegen Bilder darauf ansetzen, dass der da Gras verlegt, damit ich da... Lagerplätze bauen kann. Philippe ist Level 20 Farmer. Und jetzt könnt ihr euch mal ansehen, wie schnell das geht bei dem. Es hat ja nur 23 Folgen gedauert. Oh, der muss ja da hinten, macht ja noch die Brücke. Interessant. Hier, Philippe. Wenn der jetzt nicht schlafen legt, dann könnt ihr euch mal ansehen, wie schnell, scheiße schnell das geht, ein Feld zu bestellen. Zack. Und wie lange das hier so braucht bei... Ne, warte, ich hab doch... Doch, Jens Rödemüller ist der langsamste mit Level 2. Und das ist ein gewaltiger Unterschied. Ne? So. So viel zu dem Thema schon mal. Ja, mein Freund Matthew, der rennt ja sowieso überall querbeet rum. Warum rennt er denn jetzt wieder zurück? Der kann doch hier noch weiter Brücke bauen, oder sehe ich das falsch? Ja, ist auch eigentlich egal. Gustav schläft. Hier werden Clifton macht noch ein paar Pfeile. Und timbert den ganzen Quatsch. Aber wir brauchen eigentlich auch wieder langsam... Wie weit bist du Level von Level 5? Wenn er Level 5 ist, mache ich den mal wieder erstmal zum Stonemason. So, Construction Terrain, Gras. Oh ne, warte. Ich möchte dann doch erst einmal hier noch das Kupfer rauskloppen. Und die Kohle. Terrain, Gras. Und ich werde das auch... hier machen, wobei, ja, hier kommt ja sowieso die Mauer drüber. Ergo ist das auch egal. Die Mauer werde ich hier zum Beispiel, diese eine Mauer werde ich stehen lassen. Nur hier hätte ich das gerne verbunden. Ich weiß auch noch nicht, ich müsste eigentlich die Mauer auch breiter machen, aber ich weiß nicht, wie weit ich da in nächster Zeit hingehe, deswegen müsste ich, werde ich gucken. So, Kollege Clifton darf sich jetzt wieder als Stonemason versuchen, ist auch schon Level 20 Taylor geworden. Brunhilda macht sich weiter als Blacksmith. Wie weit ist Roslyn mit Taylor? Level 10 auch schon. Man sieht, das geht relativ schnell, wenn man die Ressourcen dafür hat. Und dann kann man da auch einiges machen, weil ich habe ja ziemlich viel Animal 4, Flex Fiber noch ein bisschen und Cotton habe ich auch einen ganzen Haufen. Ergo. Warte mal, kann ich eigentlich Twine? Twine kann ich ja nur aus Animal Hide. Ah, gut, das ist natürlich praktisch. Dann kann ich da nämlich mehr machen. Ja, dann sind die vielleicht doch gar nicht so unnütz, die
Schweinchen, die ich mir geholt habe, denn dadurch kann ich auch mehr Twine machen. So, aber es ist meine magische 20-Minuten-Grenze wieder erreicht. Ich sage Dankeschön fürs Zugucken bei Timber and Stone und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn wir hoffentlich Mensch Nummer 14 bekommen. Nee, warte, ich hab doch gesehen, jetzt 14. Dann habe ich einen vergessen. Fuck, wen habe ich denn vergessen? Egal, das gucken wir dann in der nächsten Folge. Wir sehen uns dann. Bis dann. Tschüss.